Nächster Redner, Herr Abgeordneter Robert Laimer. Vielen Dank, Frau Präsidentin, Herr Minister, im Moment nicht anwesend, meine Damen und Herren. Zuerst kommt das Land, dann die Partei. Den Eindruck hat man bei der ÖVP jedoch nicht, vor allem wenn es um das Thema Sicherheit geht. Ich gestehe der Kurz-ÖVP zu, dass sie Weltmeister im Vermarkten von wohlklingenden Botschaften ist und einer Herrscher von PR-Beratern und Unsummen an Steuergeldern. Gaukeln Sie uns die harte Hand vor. In Wahrheit handelt es sich jedoch um Slogans, die jeden Praxistest gnadenlos durchfahren lassen. Seit 35 Jahren ist die ÖVP durchgehend an einer Regierung beteiligt. Seit mehr als 20 Jahren stellt sie den Innenminister und damit für die Sicherheit in Österreich hauptverantwortlich. Österreich ist nicht sicherer geworden, ganz im Gegenteil. Das sollte uns alle sehr nachdenklich stimmen. 20 Jahre ÖVP-Herrschaft, und ich kann das hier wirklich belegen, in den Sicherheitsapparaten hat zahlreiche Schwächen und offene Flanken offenbart. Als Mahnmal steht hier das kaputte Nachrichtendienst BVD. Nun müssen wir alle gemeinsam die systematischen Missstände, ausgehend von Herrn Strasser, gefolgt von den ÖVP-Innenministern, die es zu verantworten haben, beseitigen. Und das unterscheidet uns auch von der Kurz-ÖVP. Wir stellen das Land in den Vordergrund und nicht die Partei. Daher tragen wir als Sozialdemokraten diese Reform mit, aber nur als erste Etappe in der Neuausrichtung der österreichischen Sicherheitspolitik. Ich hoffe inständig, Herr Minister, dass aus der Terrornacht wirklich und aufrichtig gelernt wurde. Das BVD neu unterliegt einer parlamentarischen Kontrolle. Zugleich muss der Innenminister eine ständige Berichtspflicht über das aktuelle Lagebild abgeben, das ist leider in der Terrornacht nicht gegeben hat. Es ist ein großer Erfolg, die Einrichtung einer Kontrollkommission. Danke auch in diesem Zusammenhang an unseren Sicherheitssprecher Einwallner an dieser Stelle, die unter anderem diese Reform überwacht und bis spätestens 26 an einer Evaluierung der Umsetzbarkeit und Wirksamkeit des BVD neu federführend mitarbeitet. Sollte sich herausstellen, dass die organisatorische Trennung von Nachrichtendienst und Staatsschutz nicht funktioniert, dann wird das Parlament darüber entscheiden, welche Schritte eingeleitet werden müssen. Eine an den Bedürfnissen der Menschen orientierte Sicherheitspolitik beginnt aber bereits bei der Prävention, bei der präventiven Bekämpfung von strukturellen und sozialen Ungleichheiten sowie bei der Bekämpfung von Parallelgesellschaften, deren Systeme kriminelles Handeln und Extremismus sind. Das kann durchaus auch von außen gesteuert und hereingetragen werden. Deshalb umfasst eine von uns erarbeitete Strategie auch Handlungsfelder im internationalen Kontext, um bewaffnete Konflikte, Kriege, Fluchtursachen zu verhindern oder zumindest zu minimieren, sowie darauf abgestimmte Maßnahmen des Staates im Inneren. Ein starker, ein verantwortungsvoller Staat schützt seine Bürger. Politik und Günstlingswirtschaft wie im alten BVD haben in diesem Zusammenhang keinen Platz. Es braucht dazu die Stimme der Vernunft, und die kommt von der SPÖ. Danke.